Boah, kann ich die Jacke nur anders hin machen? Ja, ganz ja, der Zug ist ziemlich voll. Aber zum Glück haben wir Plätze reserviert. Wir haben gerade wegschnappen müssen. Ja, die Frau wollte nicht aufstehen, aber. Leute, wir sind gerade im Hostel angekommen. Ist noch keiner hier. Wir schlafen hier auf dem Doppelbett. Und sonst. Wir zeigen euch mal den Rest, ja. Kaffee trinken in einem sehr süßen Café. Es war etwas teuer. Wir dachten eigentlich, es wäre ein bisschen günstiger. Ja. Wir eingeschätzt haben, dass Budapest günstig ist. Aber war sehr touristisch. Ja, voll. Und jetzt waren wir gerade eben noch in so einer Mall drin. Das war so ein Markt. Ja. Ich glaube, es alles sind wir auf dem Weg über diese Brücke. Sehr schön. Und dann haben wir heute Abend noch eine Bootstour geplant. Ich glaube, die wird innerhalb, ich weiß nicht, ist es die Donau? Ja. Ich glaube schon, also über die Donau. Man kann ja auch von Wien nach Budapest mit dem Boot fahren über die Donau. Ja, ja, müssen wir auch mal machen. Und auf jeden Fall nehmen wir euch mit. Ups. Und wir sehen uns später. Nicht, aber der war auch echt schlecht. Wir haben echt, ja, es war richtig unnötig, ja. Aber egal, man muss ausprobieren. Los. Jetzt laufen wir gerade zu einem Markt. Eigentlich laufen wir gerade nur. Wir sind ganz kurz die ganzen Häuser. So hübsch. Mhm. Also teilweise könnten die ein bisschen renoviert sein, aber sehr hübsch. Ja, es hat irgendwo so einen, so einen Wiener Stil auch. Ja, voll. Dann wollten wir eben, wo wollten wir hin? Zum Museum oder so? Ja, sind wir drin vorbeigelaufen. Schloss. Richtig Schloss. Jetzt sind wir bei einem Markt. Genau. Und gucken uns den an. Leute, wie finden wir das? So 10 von 10 würde ich sagen, oder? Lass mal anprobieren. Ich war die ganzen anderen Sachen auch am Probieren. Ja, why not? Oh Mann. Toni, auf geht's! Die ist halt auch süß, aber die ist der anderen voll ähnlich. Irgendwie. So. Nee, ich mag's nicht. Das müsste entweder hinten oder vorne offen sein. Das sieht irgendwie aus, als wärst du so aus einer Adelsfamilie. Ja, zu bieder.
Naja. We don't like that. Das ist so schlecht. Also Leute, es regnet leider. Aber egal. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu so einem Schiffsdock. Weil von da steht dann dieser Bootsfahrt los. Da laufen wir jetzt, glaube ich, so eine halbe Stunde hin oder so. Und ja, und dann bin ich mal gespannt. Immer gespannt. Sind wir auf dem Weg zum Friseur, weil wir uns die Haare schneiden und färben lassen. Toni lässt sie sich schneiden. Lockenhaarschnitt. Mal gucken, wie das wird. Ich bin richtig gespannt, ob die das gut machen. Und ich wollte mir eigentlich färben. Ich weiß nicht, weil wir haben da so angerufen vor ein paar Wochen. Da meinte ich halt so zu denen so, ja, können sie auch Locken schneiden, weil das ist halt so eine bestimmte Technik. Und er so, hä, wie, ob ich Locken schneiden kann? Ich so, ja, weil sie müssen das halt eigentlich schon können. Also, hier kann jeder Locken schneiden und ich so, okay. Ich will sie eigentlich färben lassen, aber ich habe irgendwie Angst, dass es zu teuer wird. Und deswegen mal gucken, was sie vom Preis her sagen und was das sie noch haben. Genau. Nee, dann siehst du es ja. Hatte check! Ich habe eine rosa Pulli an und einen bunten Top. Dann so eine weiße Hose. Was haben wir zu essen? Veganen Burger. Ja, Burger ist nicht, aber. Ja, und ein Lachsbaby. Ja. Leute, wir haben so Hunger. Guten Appetit. Also, wir waren jetzt 5 Stunden beim Friseur. Jetzt gehen wir zur Burg. Die ist da hinten. Ja. Kann ich mal noch im Namen, wie unsere Haare auch fertig aussehen. Toni hat sie nur geschnitten und ich habe sie auch gefärbt und deswegen ging sie auch so lange. So, dreh dich mal um. Sehr schön. So ein Stativ mitnehmen. Also ich finde, es sieht gut aus. Leute, wir sind gerade den ganzen Berg hochgewandert und jetzt sehen, dass
dieses Ding einfach abgesperrt ist. So eine Statue. Keine Ahnung, ob ihr sie erkennen könnt. Aber es war anstrengender, als wir dachten. Nee. Ja, ist speechless. Und jetzt gehen wir wieder runter. Juhu! Dann alle Straßen gelaufen, weil die hier überall andere Preise haben. Wir wollen den günstigsten, jetzt haben wir trotzdem nicht den günstigsten mit einer Box. Genau. Ja. Juhu. Ah, scheiße. Schmeckt geil. Ja. Das gibt es immer auf dem Weihnachtsmarkt. Und auf dem Weihnachtsmarkt in Deutschland zahlst du 6 Euro dafür. In Hamburg gibt es das nicht. Ja, im Schwarzwald. Aber so, ich weiß nicht, ob ich die Nutella da bräuchte. Weil ich finde es mit dem Zimt auch schon geil. Ja, also. Genau, und jetzt laufen wir noch weiter rum. Und dann gehen wir ins Hostel. Genau, und schlafen. Juhu! Guten Morgen, Leute! Guten Morgen. Wir haben heute, es ist der letzte Tag, heute ist Uprise-Talk. Und wir suchen jetzt noch nach einem Café. Das haben wir. Das hat uns eine Freundin von dir oder so geschickt, ne? Wo es anscheinend richtig nice einen Kaffee gibt. Der ist so bunt, der sieht irgendwie so ein bisschen so artsy, Coffee Art, ja. Und. No! Oh, lass mal aus. Ja. Richtig lecker Kaffee trinken. Also ich habe so Hungarian Dumplings. Und was hast du? So ein Sandwich auf Hungarian. Ja, mal gucken. Guten. Gut, schlecht? Ist nicht schlecht, aber ich würde es mir nicht nochmal bestellen. Wir waren vor eben im Café. Sind jetzt fertig. Es war echt lecker, es war ein bisschen wenig und echt preiswert für das, was es war, dafür, dass es auch hier in Budapest ist. Preislich meinst du? Preislich. Ja, stimmt. Ja, Tonja, erzähl mal, wie die den Kaffee gemacht haben. Also es war eigentlich ganz geil, weil die hatten halt so bunte Latteart. Die machen es halt so, die schäumen die Milch erst einmal auf, also die weiße Milch halt. Dann packen sie ein bisschen so Food Coloring rein, aber mischen die Milch halt nicht, sondern ist halt weiß und lila separiert sozusagen, dann machen sie halt Latteart und dann kommt am Ende halt sozusagen das Lila nur von der Latteart raus und deswegen ist es dann oben. Und, aber der Kaffee selbst ist halt trotzdem kaffeefarben und nicht lila. Ja. War es verständlich? Ja, also einfach Food Coloring und dann wird Latteart gemacht. Ja. Ja, okay. Jetzt laufen wir ein bisschen rum. Ja. Und vertreiben uns die Zeit. Genau. Wir haben nämlich noch ein paar Stunden. Ja. Nice. Wir waren gerade bei einem Cookie-Laden und haben uns jetzt für 7 Euro 2 Cookies geholt. Das eine ist ein normaler, so ein Original-Cookie, keine Ahnung, und dann haben wir noch einen Red Velvet. Echt? Nicht so begeistert? Ich hab mehr erwartet, glaube ich.